Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Christmas Winterland Event Video. Wir stehen hier noch beim Post Office in Winterland und wir schauen mal, wohin die Reise von hier aus im vorvorletzten Video zum Christmas Winterland Event geht. Ja, würde ich sagen, fahren wir nach Vilnius. Wobei, wir sind gerade beim North Star, ne? Ich würde sagen, wir fahren von hier, dann fahren wir wieder mal nach Madrid. Ja. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ich weiß gar nicht, ob ich in Madrid schon gewesen bin, auf alle Fälle, wenn nicht, dann das erste Mal im Schnee in Madrid. Mit Mail and Gift Parcels. Und dann haben wir da auch unsere Fracht bereits. Meine Güte, wird ja immer schlimmer. Wird ja. Hä? Oh. Interessant. Wird ja echt immer schlimmer hiermit. Ich glaube, ich. Jetzt mal das wirklich einfach mal zum Ziel, dass ich den. Den Truck dann einfach. Nach dem Christmas Winterland Event einfach mit. Wahrscheinlich dann so sogar eigentlich nur nach Preis fahre und gar nicht, ja, vielleicht doch Preis pro Strecke. Einfach dann fahre, auch wenn es gerade kein Event ist, obwohl es ja eigentlich ein. Okay, sehe ich jetzt hier natürlich nicht. Doch hier. Na, ist ja natürlich nicht ein World of Trucks Events Profil, aber. Ich denke mal, hier fahre einfach World of Trucks Auftritt und dann passt das schon irgendwie. So, nächstmögliches Portal. Jetzt haben wir prinzipiell sogar hier. Ja. Fahren wir kurz hier wieder über den zugefrorenen See. Und fahren dann zu dem Portal. Los. Kommen wir auch rum. Ich hatte sogar noch vom letzten Mal das Fernlicht an. So, das heißt, wir müssen uns dann gleich links halten. Ich frage mich, ob man auch einbrechen kann. Oder ob es einfach nur Deko hier ist gerade. Weil prinzipiell. SRS Software weiß ja, wie es geht. So mit Extreme Trucker und Extreme Trucker 2. Was auch echt noisy Games waren. War halt weniger, war halt mehr, nennen wir es mal arcadisch quasi, also ne, so nach dem Motto levelmäßig. Und nicht, es ging nicht aufs Geld, sondern eher um die Level, glaube ich. Aber es war schon echt nice. Müsste ich eigentlich, ja, wenn ich dann mal, also entweder, wenn ich wieder hier, ich glaube nämlich, dass die. Das ist nur ein Disc Reader oder es ist ein Blu-ray Disc Player. Eines von beiden. Auf alle Fälle meine ich, dass er nicht mehr funktioniert. Den ich ja, ansonsten könnte ich zumindest das hier wieder mal installieren. Ansonsten halt per Steam dann kaufen. Route neu berechnen. Ich meine, damals, als man ETS 2, dass man die eigentlich schon sowieso schon freigeschaltete, ich weiß das jetzt. Biege nach links ab. Keine digitale Form, sondern halt, das Gegenteil. Ich sag mal die Retail-Version, glaube ich. Ist ja Retail.
Also ich habe ja eigentlich GTA 2 via Retail, also quasi hier schön mit Box und Disc drin. Und irgendwann konnte man dann das dann auch bei Steam freischalten, ohne dass man es immer neu kaufen musste, obwohl man es ja schon irgendwie freigeschaltet hatte, glaube ich. Biege nach links ab. Aber mit Xtreme Trucker und Xtreme Trucker 2 ging das nicht. Ich habe, glaube ich, ich müsste beide haben. Soweit ich mich zumindest erinnern kann. Jetzt mal die rechte Hand wieder ein bisschen aufwärmen am Trinken. Ja, mittlerweile sind so gefühlt Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger von der rechten und von der linken Hand so leicht. Ja. Unterkühlt wahrscheinlich. Biege nach rechts ab. Zumindest am Kribbeln. Aber man hat das hier am Kribbeln. Man merkt, das ist nicht normal. Wie die anderen. Auch von der Kälte. Okay, wir fahren los. Aber gut, das ist ja eh so ein übliches. Ach stimmt, Navi ist ja schon eingeschaltet. Aber meint. 87 Kilometer. Nach Madrid war ich auch schon gewesen. Auch dort nicht zwar bei derselben Abschleife, aber gewesen war ich ja schon. Dann wollen wir hier raus. Spannend nehmen wir hier. Immer geradeaus. Warum fahren wir jetzt eigentlich hier raus und nicht da links? Wäre es links nicht angenehmer gewesen, dann wären wir doch schon. Was weiß ich schon. Fahren wir hier bei 50 raus. Und dann fahren wir hier auf die Bahn. Auf die Autobahn, um genau zu sein. Zwei Sprüche momentan. Was haben wir hier? Ah. Neue Provinz. Neue Kommune. Also bei Xtreme Trucker 1 war es ja einmal hier Alaska mit Ice Road, dann war Bolivien, Peru und so mit der, wie heißt der Pass nochmal, halt mit der Todesroute so gesehen. Und Australien, und bei Xtreme Trucker 2 gab es zusätzlich zu den dreien noch Bangladesch. Und das andere weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall auch echt sehr, sehr nice. Habe ich nicht gerade wenig gespielt. Was war denn das fünfte noch? Ah, Montana. Montana war das fünfte. Deswegen müsste ich echt irgendwann mal noch Montana ein bisschen hier in ATS durchfahren, weil ich kenn's ja schon noch von Dingens. Xtreme Trucker 2. Ausfahrt nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Doch noch weiter mit 100, okay.
Gut, ist ja auch... Oh, das ist aber auch... Nee, doch nicht. Also echt super, super, super nice mit dem Sonnenaufgang. Sind es doch 60 oder was? Es sind 60. Das sieht ja auch nice aus. Sah es immer schon so crazy aus? In alten Skybox. Ich kann mich mittlerweile schon nicht mehr daran erinnern. Lustigerweise. Boah, was sieht doch. Es sieht einfach nur nice aus. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ach, schön mit dem Stadion. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Einfach nur schön. Immer geradeaus. Da wurde es dann plötzlich grün. Man kann mal überlegen. Der Achtung ist ja der erste Truck, den ich immer Gebrauch geholt habe. Ne? Von daher ist es ja eigentlich nur der, den ich dann restaurieren müsste. Die anderen sind ja wunderbar. Also gut, wahrscheinlich irgendwann auch, aber halt nicht so gravierend wie jetzt der Mercedes-Benz Actros. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Der ist ja schon aufgrund des gebrauchten Zustands halt nicht im perfekten Zustand. Wahrscheinlich jetzt nicht direkt rechts halten. Naja, Kreisverkehr rechts. Nur auf 40, das sollte reichen. Mehr brauchen wir nicht unbedingt. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Der ist halt auch relativ lang und breit. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja, jetzt hier vorne direkt rechts oder die hinter? Nimm die Ausfahrt dahinter, ne? Rechts. Ja. Demnächst links abbiegen. Hätte ja auch fast beides sein können, ne? Hier, okay. Hier endet es. Ach du. Coole Abwehrstelle. Pfeile nicht berühren, nicht umfahren. Und dann, ja doch, ganz in Ordnung geparkt. Ich sagen. Ja, in dem Sinne, laden wir ab. Ausgezeichnet, Mail in Gift Parcels vom Post Office nach Madrid geliefert, Gefahrenstrecke 120 Kilometer, Dauer 16 Minuten, verbrauchter Kraftstoff 78 Liter, das war der 182. erledigte ETS-2 World of Trucks Auftrag. Es gab 5.500 dafür und 210 Erfahrungspunkte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Event-Video wieder. Macht's gut. Tschüss.